Hallo zusammen, ich habe hier eine B56S. Das ist eine Box aus Chromstahl, sehr gut isoliert. Wir bieten von der Version noch eine Tiefkühlbox an und eine Box, die runtergeht bis minus 40 und eine bis minus 60. Hat dann aber eine andere Kühlmaschine. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich kann die Box hier, die Standardversion, die S, die geht nur bis minus 18 Grad. Es ist eine Kühlbox. Mitbewerber gehen bis minus 22. Die sind besser, die haben mehr Leistung. Das, was die Box kann und das, was sie macht, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn ich ein Auto habe, das ein Tacho hat bis 400, den Tacho kann ich auch beim VW Käfer reinmachen. Ob denn der so viel läuft, ist ein anderes Thema. Ja, jetzt eure Lösung, die jetzt nur so eine Box hat, die nur die Hälfte Energie braucht, was eine Standardkühlbox, weil sie sehr dick isoliert ist, habe ich eine Lösung dafür, dass ihr die Box umstellen könnt auf minus 22 Grad. Wir sehen hier das Display, die Truhe hat jetzt 23 Grad innen drin und wenn ich hier auf diese Taste drücke, Set, geht die auf minus 18 Grad, ist sie eingestellt und hier kann ich nicht tiefer. Ich kann zwar hoch auf plus 10 Grad, das ist die Range, was die Box macht. Maximum oder das Tiefste, was die Box einstellbar ist, minus 18 Grad. Wenn ich hier diese zwei Tasten drücke, kommt die Zahl 45. Und jetzt muss ich ein bisschen pressieren. Ich drücke hier nochmals die zwei Zahlen, dann 45, dann stelle ich hoch auf 50 und warte. Jetzt haben wir wieder, weil die Kühlbox jetzt läuft, plus 22 Grad. Ich drücke hier wieder die Taste Einstellung und jetzt kann ich die Box runterstellen auf minus 22 Grad. Auf dieser Seite der Box habe ich einen Emergency Mode. Wenn ich den auf Notbetrieb schalte, wird der Thermostat überbrückt, der Unterspannungsschutz wird tiefer gesetzt und dann geht die Box auf minus 25 Grad. Also diejenigen, die bei uns so eine Box gekauft haben und sagen, ich habe eine schwache, die geht nur bis minus 18 Grad, dann könnt ihr die zwei Tasten drücken, wie gezeigt, und die unterstellen auf minus 22 Grad und die Box geht dann auf minus 22 Grad runter und ihr habt dann eine Wertsteigerung der Kühlbox von enorm, kostet nichts, ihr habt das Video hier und von dem her, es bringt nicht viel. Diese Boxen sind gebaut als Kühlboxen. Auch viele Mitbewerberboxen sind gebaut als Kühlboxen, zertifiziert als Kühlboxen. Diese Box, die war früher Energieklasse A Doppelplus zertifiziert. Heute haben wir die nicht mehr zertifiziert, durch das ist sie aber nicht schlechter geworden. Sie hat einfach ein schlechteres Energielabel. Aber die Boxen, die zertifiziert waren, oder auch heute sind von Mitbewerbern und so weiter, die sind als Kühlboxen zertifiziert und dürfen nicht als Tiefkühler verwendet werden. Gemäß Gesetz, was ihr macht, ist ein anderes Thema. Aber wenn ich natürlich eine dünn isolierte Box nehme und die als Tiefkühler verwende, habe ich irgendwann ein Leistungsproblem. Habe ich irgendwann ein Kondensationsproblem. Ihr kennt das hier mit den Vorfenstern. Wenn ihr von draußen irgendwo an die Wärme kommt, es ist eine wärmere Umgebung, also eine kalte Oberfläche hier,
an die warme Luft, dann beschlägt euch das Fenster. Und hier, wenn ich eine kalte Box habe, die runterkühlt, ich habe sehr hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, dann beschlagen diese Boxen, es gibt hier Kondensat. Und wenn die Isolation dünn ist, ist das auch so. Ja, ich verlinke euch hier ein Video über diese Kühlbox und den Tiefkühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.